Hallo und willkommen zu den ersten 30 Minuten von Dismantle. So, dann drücke ich auf Spielen, damit wir spielen können. Anfangseinstellungen, Emojis braucht man nicht, Temperatur Celsius passt, Uhrzeitformat 24 Stunden passt, Farbenblindheitsmodus braucht man glaube ich nicht, Abenteuer beginnen. Wie abenteuerlich. Everyone will be provided a safe transit as soon as possible. Oh, das klingt doch gut. Ich bin bereit, abgeholt zu werden. We all do what we must, just to survive. Just to exist. When our society started to collapse, I was prepared. My underground shelter was filled with food and supplies. But that was years ago. Nothing's left now. I have no idea what awaits me at the surface, but I can't stay here. All I know is that there's supposed to be an evacuation site to the east. I need to get there. I need to escape this wretched island. Boah, das klingt doch nach einem Plan. Wenn du schon alles aufgefuttert hast, müssen wir wohl weitergehen. Und ich habe eine Brechstange. Genau wie auf dem Thumbnail und den Steam Screenshots. Lagerfeuer. Okay. Entdecke und entzünde Lagerfeuer. 1 von 10. Okay. Ja. Ein Fragezeichen. Drücke linke Maustaste, um zuzuschlagen und etwas zu zertrümmern. Morsches Holz. Sehr schön. So macht das Ressourcensammeln doch gleich viel mehr Spaß, wenn man Möbel vermöbeln kann. So. Ach, da war noch ein Ausrufezeichen. Kann ich die Fässer auch? Schaden auf 12 erhöhen. Schaden auf 10 erhöhen. Zerlege Hindernisse mit dem Brecheisen. Verbessere deine Brechstange und zertrümmere damit Hindernisse. Finde 2-mal Metallschrott. Finde 5-mal morsches Holz. Verbessere die Brechstange im Lager. Zerstöre den hinderlichen Schrank. Na gut. Ach, das ist ein hinderlicher Schrank. Oh, kann ich hier die... mittlere Maustaste halten zum Rotieren. Finde ich sehr sympathisch. Bin ich ja aus vielen Spielen gewohnt. Reicht's für den Grill? Ja! Und Metallschrott. Wunderbar. So, haben wir genügend Holz zusammen? Wir haben 5 Holz. Ja. Wir hatten doch noch einen Grill. Sehr schön. Da kriegt man den zweiten Metallschrott her. Na, so gut treffe ich gerade aber nicht. Sehr schön, hier damit. Und ein Reifen kann ich auch draufhauen. Ah, Werkzeug ist ineffektiv dagegen. Na gut. Materialien einlagern? Nee, ich will doch was craften. Werden die automatisch gelagert? Sah ein bisschen so aus. Ausrüstung verbessern. Brecheisen. Okay, muss ich halten. Ja, dann zerbrechen wir mal ein paar größere Dinge, würde ich sagen. Und den kleinen Stuhl natürlich. So. Geht's jetzt mit dem... Ja! Ist ja schön, dass wir einfach drauf klöppeln können. Okay, das bringt immer noch nichts. Was haben wir denn dann? Ja, können wir einlagern, glaube ich. Tisch. Sehr schön. Freut mich, dass das eine Upgrade jetzt hierfür gereicht hat. Schön aus dem Handgelenk. Ah, ich finde, ich mache das ganz gut. So, hier haben wir noch ein Fass. Ein Buschwerk. Anscheinend auch abbaubar durch draufhauen. Ja, ich würde es auch als Pflanzenrest bezeichnen. Hier ist ein Fenster. Na gut. Dann wollen wir mal die Kommode hier entfernen. Jetzt ist der Weg für dich frei, voranzuschreiten. Belohnung abholen. Was kriege ich für eine Belohnung? Keine Ahnung. Ich würde sagen, mein Inventar ist voll. Ich lagere das mal ein. Ist das alles, was ich an Inventarplatz habe da unten? Das ist aber nicht sehr viel.
Und ich dachte, das Fragezeichen verschwindet irgendwann. Nö. Okay, die Hinweise bleiben anscheinend. Nein, ich kann die Couch nicht zerlegen. Nein. Ich kann ins Bücherregal zerlegen. Ja, die Pflanzen ja. Das Bücherregal nein. Ich weiß gar nicht, ob das... Ne? Doch, könnte man zerlegen. Ja, ich weiß, Schaden auf 20 erhöhen. Na gut. Erstmal den Mist hier rausräumen. Da ist ja im Badezimmer noch ein Fragezeichen, das mich anstarrt. Warum denn das? Und hier zuhören. Evacuation transports are outbound. Please keep calm and wait for the maintenance. This is an automated recording sent from K23, the Crown Station. Auch nur automatisiert. Ich dachte, da redet wirklich jemand mit mir. So, das Bett können wir wahrscheinlich auch noch nicht klöppeln. Nö, 24. Halte. Ja, das weiß ich ja. Dafür können wir aber hier in die Waschmaschine spickeln. Ein Stofffetzen. Da hätte ich ihn auch erwartet. So. Schöne Pflanzenreste. Die Tür kann ich anscheinend irgendwann auch abbauen, aber das braucht richtig viel. Na gut, dann würde ich sagen, sind wieder fast voll. Einmal noch zur Sicherheit lagern. Ich weiß nicht, wo die nächste Kiste kommt. Und bevor ich voll bin. So. So ein bisschen absenken wieder. Was haben wir denn hier Schönes drin? Ein Schwupp, das ist doch gar nicht. Ah. Ich könnte was kochen. Ja, habe ich noch nicht, kann ich noch nicht. Die Pflanzenreste, ja. Metallschrott, ja. Hier ist ein Milchkarton. Jetzt nicht mehr. Okay, kann ich das Radio zerklöppeln? Zumindest den Stuhl. Nö, noch nicht. Aber wir kommen dahin. So. Was ist denn das für eine? Die hat sich aber lang die Fingernägel nicht geschnitten. Nicht mehr menschlicher Schläger. Ein Nahkämpfer, der sich in größeren Horden am stärksten fühlt. Allein ist er relativ harmlos. Sieht gar nicht so harmlos aus mit den Krallen. Nein. Kann ich ausweichen? Weg mit dir. Eins von 60 Monstern getötet. Okay, was haben wir hier? Links Westtor, rechts Osttor. Hab vergessen, müssen wir nach Westen oder Osten? Ich denke nach Osten. Ah, ich muss die Mülltonne durchsuchen. Stofffetzen. Und dann mehr Metallschrott für Papa. Und die Mülltüte hat was? Plastik. Na, warum nicht? Mülltonnen kann ich noch nicht zerlegen und die kann ich nicht mal durchsuchen. Schade. Das macht zumindest den Anschein, dass meine Brechstange nicht kaputt geht. Das finde ich schon mal sehr schön. Gibt ja Spiele, wo Werkzeuge sehr schnell abnutzen und das ist wäre in dem Fall hier ein bisschen unnötig. So, Sicherungskasten. Ach, das ist schön, dass ich auf alles draufhauen kann, auch auf den Hydrant. Ja, irgendwann können wir alles zerklöppeln. Das finde ich cool. So, da müssen wir natürlich nicht rein. Auf zum Inventarbereich. Das ist noch ein bisschen nervig, aber ich glaube, das wird mit der Zeit besser. Weil es gibt ja anscheinend so viele Ressourcen hier. Es kann ja nicht alles in den 5 Slots da erledigt sein. Ich schätze, wir kriegen als nächstes ein Rucksack-Upgrade oder größeres Deckgrößen. Wer weiß das schon. Wie kriege ich eigentlich mehr Gesundheit? Yay! Spaß! Was ist das? Zur Erinnerung an die Ureinwohner der Insel. Originalartefakte entdeckt im Jahr 1917. Okay, Bank kann ich auch noch nicht zerklöppeln. Abgeschlossen. Ich brauche einen Standard-Dietrich. Gibt es etwa noch speziellere Dietrichs? Wahrscheinlich, wenn sie schon so sagen. Holzkiste. Es hört sich nach Holz an. Es war Plastik. Der erste hat mir schon zugesetzt. Nein.
Lasst es. So, ein... Alter, wie schnell sind die denn? Zum Glück haben sie mich nicht getroffen. Oh, da sind ja noch welche. Was macht ihr denn da? Oh, der hat mich entdeckt. Gleich mal draufhauen. Der war zumindest nicht so klug. Ah! Und hier ist ja noch der Metallschrott von vorhin. Ich gehe gleich zum Fragezeichen. Ich bin jetzt schon mal im Haus. So, Briefkasten. Kann ich nie leiden, sind nur Rechnungen drin. So, Zaun kaputt machen. Oh, geht er mit Schaden 15. So, hier können wir was durchsuchen. Haben anscheinend nichts gefunden. Wir können wieder was kochen. Boah. Eine Uhr, kann man die zerkloppen? Na, ich glaube, in dem Spiel kann man alles zerkloppen. Vielleicht Wände nicht. Ja, noch nicht ist die Antwort auf viele meiner Fragen. Eine Tasse, die da rumschwebt. Was zum Suchen. Stofffetzen kann ich nicht aufnehmen. Was suchen. Stofffetzen kann ich nicht aufnehmen. Tja, Pech. Na gut, dann gehen wir mal zum nächsten Fragezeichen. So, jetzt sehen wir vielleicht ein bisschen mehr. Oh, Lagerfeuer und Lager. Dann her mit dem Lager. Das ist ja praktisch, wenn die überall rumstehen. So. Mindestanforderung. Neue Quest. Einige grundlegende Dinge braucht man einfach, um zumindest eine Chance zum Überleben zu haben. Finde eine Landkarte beim Verbindungsturm. Verbessere deinen Rucksack. Schaffe eine neue Stufe. Annehmen. Frag mich, was passiert, würde ich das einfach ablehnen? Ich will es jetzt nicht rausfinden, aber es wäre mal interessant. So, hier damit. Eine Hundehütte. Ist da noch ein Hund drin? Hallo? Anscheinend nicht. Der Hund ist nicht zu Hause. Schade eigentlich. Ich mag Hunde doch so sehr. So, wir sammeln erstmal unsere Ressourcen auf. Ja? Tomate? Ah, die konnte ich vorhin wahrscheinlich gar nicht aufnehmen. Jetzt konnte ich sie aufnehmen. Ja, ich will doch nicht die Hecke, ich will den Fernseher. Auch nicht die Lampe. Stufenaufstieg ist mir schon mal. Du hast eine neue Stufe erreicht. Kehre zum Lagerfeuer zurück und erfinde ein neues Rezept, das dir auf deiner Odyssee helfen wird. So, Kaffeetasse. Ah, Stofffetzen kann ich wieder nicht aufnehmen. Dann wollen wir mal ans Lagerfeuer. Feuer. Neue Erfindung, Kochtopf. Ist ja wunderbar. Weiß zwar nicht, was ich kochen soll und was mir das bringt, aber... So, erstmal alles schön lagern. Und Feuer entzünden. So. Ein Lagerfeuer füllt automatisch deine Gesundheit und die Anzahl der Anwendungen für angelegte Gegenstände auf. Stufenaufstieg, okay. Ermöglicht die Erfindung und Herstellung von Gegenständen am Lagerfeuer. Erfinden und herstellen. Das ist aber ein mittelgroßer Forschungsbaum, würde ich sagen. Nee, schon ganz in Ordnung. So, was kann ich erfinden? Mäßig bequem, bietet aber kaum Schutz vor irgendwas. Schaden abblocken plus 10%. Habe ich das jetzt schon freigeschalten? Das wollte ich doch gar nicht. Nein, ich wollte mir das doch nur anschauen. Ah, kann ich auch machen. Okay, oder? Keramik brauche ich 1 von 5. Herstellung. Okay, ich brauche 5 zerbrochene Tassen, damit ich das herstellen kann. So ergibt es mehr Sinn. Braune Pillen, standardmäßig von den Inselbehörden ausgegebene Tabletten. Als letzter Ausweg in ansonsten ausweglosen Situationen. Okay, bisschen makaber. Rucksack. Fast Materialien, ja, ich weiß, was ein Rucksack ist. Ich brauche einen größeren. Kann zur Verteidigung, ja, wir wissen, was eine neue Brechstange macht. Nur für die Verteidigung. Na gut. Muss ich noch was machen? Nö. Ausrüstung verbessern, Brecheisen. Oh, schön, noch 6 Holz und dann Hammers.
Die zerschlag man doch im Nu. Zombie. Haben wir in Ruhe. Ciao. So, wahrscheinlich kann ich die großen Bäume auch noch nicht zerkloppen. Die Büsche anscheinend schon, ja gut. Was habe ich erwartet, was da für Materialien noch rauskommen? Ja, reicht noch nicht. Na komm, greif an. Du greifst zuerst an. Okay, hat keine Lust auf mich. Hat einfach akzeptiert, dass ich viel zu stark für sie bin. So. Ja, mit dem morschen Holz. Nein, da ist ja einer drin. Bist du tot? Gut. Und was können wir? Plastik. Na gut. Ich brauche aber ganz viel Holz. 6 Stück, um genau zu sein. So. Nein, doch nicht immer auf die Blätter. Das Bett? Nö. Also an Blättern wird es uns nicht mangeln. Komm schon. Hutständer. Irgendwo muss das Holz herkommen. Stoffhölzen. Und Holz. Oh, wir haben die 6 Stück zusammen. Mussten nur noch die ins Lager irgendwie bringen. Hey, da ist ja auch ein Zombie. So, was ist hier drin? Plastik. Ah, das ist doch gar nicht im gelben Sack drin. Das ist eigentlich illegal. Na egal. Wer bin ich, um mich zu beschweren? So. Und dann wollen wir mal... Ja, kann nicht mehr reden. Wollen wir mal was verbessern? Brecheisen. Oh, Rucksack könnte ich auch verbessern. Das braucht Pflanzenreste und Stofffetzen. Die haben wir doch. Fleißig gesammelt. Anzahl Materialtaschen 7. Platz pro Materialtasche 6. Okay. Nicht sehr viel mehr, aber ein bisschen mehr. Jetzt haben wir 20 Schaden, die wir austeilen können. Das klingt nach Metallschrott. Und Stofffetzen, das macht Sinn. Das ist cool. Kann ich endlich Mülltonnen zerkloppen. So. Oh. Nein, wie hast du mich denn wieder erwischt? So. Also Loot gibt's jede Menge. Wofür der gut ist, weiß ich noch nicht so wirklich. Auto durchsuchen. Oh, kaputte Kaffeetasse. So, kann ich die Straßenlaternen. 62 brauche ich dafür, aber ich bin schon mal fasziniert, dass es geht. So, hier ist noch ein Auto. Und das kann ich nicht durchsuchen. Na gut. Spiel wird schon wissen, was es da macht. Ich könnte mit Hilfe des Verbindungsturms die ganze Gegend scannen. Das klingt doch gut, aber erstmal wird gekämpft. Au. Wieso habe ich so wenig Leben? Und wie kriege ich mehr Leben? Ist hier eine Waffe drin im Polizeiauto? Ah. Der Müllcontainer leuchtet, wenn nur. Plastik. Na gut, besser als nichts. 24 Schaden brauche ich dafür. Dann aktivieren wir das mal. Na, zumindest läuft es noch. Ist hier schon mal was. Das ist aber eine große Map. Okay, das sind wahrscheinlich nur die nächsten Verbindungstürme. Wow, ist das groß. Okay. Osttor öffnen. Weiß nicht, ob ich dafür genügend Schaden mache. Ich kann aber das Westtor öffnen. Ohne Minimap. Ich habe eine Minimap. Westtor öffnen. Okay, müssen wir Bedrohung ausschalten. Das kriegt man irgendwann hin. Okay, dies ist der Anfang. Bla bla bla. Abgeschlossen. Sehr schön. Hier mit euch Holz teilen. Ich hau ziemlich viel auf Dinge drauf, das gefällt mir. Mal so richtig schön die angestaute, leichte Frustration rauslassen. Also Plastikhammer in
rauen Mengen schon. Können wir das vielleicht kochen? Nee, ich glaube nicht. So, am Metallschrott kann ich nicht aufnehmen. Das ist Pech für mich. Zombie. Also vielleicht auch Pech für mich. Na, das ist nochmal gut gegangen. So. Der andere hat mich aber auch gesehen. Dann schnell mal zurück zum Lager. Und mal einlagern. Ich würde noch nicht... Na, ich würde mich gerne irgendwie anders heilen. Kann man drinnen vielleicht jetzt mehr zerlegen. Das wäre natürlich auch noch klasse. Oh, Keramik, Keramik. Hey, hey, hey. Dachte, ich hätte dich erledigt. Was ist gerade passiert? Ich weiß es nicht. Zumindest habe ich die Keramik verloren, glaube ich. Hey, da bin ich. Ja, da ist meine Beute. Und da ist sie ja. Ja. In Ruhe. Nicht ausholen. Hast bestimmt infizierte Krallen. Tomatensuppe. Sehr schön. Zumindest ein Rezept dafür. Ich brauche einen Kochtopf. So ein Jammer. Und Tomaten. So. Und da hinten sind auch wieder die Zombies. Ich habe so das Gefühl, die respawnen. Und dass es so ein Souls-like-Element ist. Ich bin aber gar kein Fan davon, falls ihr respawnt. Was tot ist, sollte tot bleiben. Gut, ihr seid Zombies. Ihr habt euch beim ersten Mal auch nicht dran gehalten. Nur mal schauen. Lebt hier auch noch der Zombie? Ja, gut, die respawnen. Weg mit dir. Mal wieder. Oh, ich kann sprinten. Wieso hat mir das bis jetzt keiner gesagt? So. Oh, ein Stofffetzen. Na gut. Die wollen wir mal reintun. So, kann ich hier... Ah, da steht's ja. Ich war nicht an dem Fragezeichen dran. Hab ich mich wieder völlig zu Unrecht beschwert. Mist. Ihr teilt ganz schön aus. Ja, Monster. Dann ist hier aber auch wieder einer. Nein! Mist. Ja, das war zumindest ein schönes Titelbild. So, ich muss einfach mehr ausweichen. Mein Problem in vielen Spielen. Die bleiben ja stehen, wenn sie angreifen. Also ich muss nur schön zurückweichen. Ich krieg das hin. Aha. Diesmal sogar relativ gut hinbekommen. Und meine Beute gibt's zumindest zurück. Noch ein Zombie. Absperrung. Was zum Durchsuchen. Will ich haben. So. Ich weiß, ich muss die... Nein, 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 nein. Oh, ich kann ausweichen. Sag mir das doch früher. Wie viel hält denn... Wie viel hältst du denn aus? Nicht zurückweichen. Wieso bist du so intelligent? Nein. Der schaltet mich gleich wieder aus. Ich hab doch gesagt, ich krieg's hin. Ja. Ich darf einfach keine starke Attacke machen. Immer noch am Leben, ja. Gut, können wir stehen lassen. Können wir nicht stehen lassen. Wir sind zumindest ganz schnell respawned. Nein. Hat die mich schon wieder so fertig gemacht? Wie soll ich denn den anderen Kollegen jetzt zerlegen? Sterbe ich ja gleich nochmal. So. Ja, mit der Beute ab ans Lagerfeuer. Das müssen wir nochmal machen. Wird schon schief gehen. So, vielleicht sollte ich ja mehr schleichen oder so. So. Schön ausgeruht. Ah, erwecken aber auch die Monster wieder zum Leben. Allerdings gibt es einen Weg zu verhindern, dass die Monster zurückkehren. Oh. Verhindere, dass Monster wiederkommen. Die Monster in dieser Gegend erwachen jedes Mal wieder zum Leben, wenn du an einem Lagerfeuer rasten machst. Es muss doch einen Weg geben, das zu verhindern. Erfinde einen Werkzeugsatz für Verbindungstürme.
installiere eine tödliche Frequenz in einem Verbindungsturm. Oh, das mache ich doch liebend gerne. Das ist ja praktisch. Erfinden und herstellen, wo Werkzeugkit? Ah, da. Erfahrungsstufe 7 erforderlich. Was für eine Erfahrungsstufe bin ich? Ich krieg nur auf den Sack. 2, okay. Und wie level ich auf? Indem ich besser bin? Ich hoffe nicht. So. Einmal ohne Schaden hier rausgekommen. Muss auch mal ein blindes Huhn und so. Kennt das Sprichwort. Ja, Space zum Ausweichen. Nein, hör mit deinem Gift-Ding doch aus. Ich brauche einfach eine andere Taktik gegen Gift. Ja, du Arsch. Jetzt geht's dir nicht mehr so gut. Hui. Wieso nicht beim ersten Mal so? So, können wir das öffnen? Standard Dietrich, wer hätte es gedacht? Ah, die Paletten können wir ja zumindest zerlegen. Dann ist alles Paletti bei uns. Plastikwanne zerlegt man natürlich auch. Klang sogar schön nach Plastik diesmal. Na, meine Zielübungen brauchen aber noch ein bisschen. So, kriegt man da Kupferdraht von? Ich dachte, ich habe einen Schaden von 20. Neue Quest. Stärker werden. Diese Welt scheint gefährlich zu sein. Um zu überleben, musst du dich besser ausrüsten. Erfinde einen Kochtopf. Oder besser ausrasten. Koche ein beliebiges Rezept nach. Stelle Wurfmesser her. Oh, das kriege ich auch noch hin. So. Rasten müssen wir zumindest nicht. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Lass die Krallen stecken, Kollege. Au, ich sagte stecken lassen. Hat nicht stecken gelassen. Ihr habt's alle gesehen. Vor Gericht ist es ein eindeutiger Fall. So, was haben wir da? Stofffetzen. Können wir dich kaputt machen inzwischen? Nö. 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 Kochtopf brauche ich gerade nicht. Was zerlege ich denn da? Elektroschrott. Na, immerhin. Wie lange dauert es denn hier eine Stufe aufzusteigen? Ich will, dass die Monster nicht respawnen. So. Das sieht doch schon mal gut aus. Kaffeetasse. Her damit und Holz. Also an Ressourcen wird es uns zumindest nicht mangeln. Zumindest erstmal nicht. An Leben vielleicht. Okay, der Tisch geht auch noch nicht. Kommode durchsucht man natürlich. Hui. Und dann zerstören wir sie. Oh, da steht ein großer LKW. Den müssen wir auf jeden Fall untersuchen. Rein mit euch Materialien. Große Kiste, großer LKW. Nicht schon wieder einer von deiner Sorte. Was? Ich war doch bei voller Gesundheit. Was hast du gefrühstückt? Sterben finde ich doof. Ja, ich auch. Was kostet die nächste Aufrüstung? Metallschrott, So, die 30-Minuten-Marke ist beinahe erreicht. Dann wird es wohl Zeit für ein kleines Fazit. Also das Spiel macht bis jetzt echt Spaß. Bin zwar kein Fan davon, dass die Zombies gerade noch respawnen, aber zumindest gibt das Spiel uns später die Möglichkeit, das zu ändern. Den Artstyle und die isometrische Ansicht, isometrisch, schwieriges Wort, finde ich eigentlich auch ziemlich gut umgesetzt, muss mich da aber noch etwas dran gewöhnen. Vor allem die Kamera habe ich oft nicht nachgezogen und dann sah es vielleicht ein bisschen komisch aus für euch, keine Ahnung. Die Kämpfe, ja, würde ich sagen, sind etwas gewöhnungsbedürftig, aber trotzdem eventuell etwas eintönig bis jetzt. Also ist hauptsächlich Ausweichen und im richtigen Moment schlagen. Ja, zumindest bis jetzt, war aber auch nur das Anfangsgebiet, weiß nicht, wie es weitergeht. Aber ich fand trotzdem, dass es gereicht hat, dass ich da ordentlich auf die Fresse bekommen habe und ordentlich am Struggeln war.
wie man so schön sagt. Was haltet ihr denn vom Spiel? Schreibt es mir gern in die Kommentare und schreibt natürlich auch gerne, welche Spiele ich als nächstes vorstellen soll. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.